Das Essen hat geschmeckt, man fühlt sich angenehm satt. Bis Bauchweh und Blähungen wieder kommen. Was steckt dahinter? Reizdarm, eine Nahrungsmittelunverträglichkeit oder sogar eine Allergie? Wer unter Reizdarmsymptomen leidet, der sucht Antworten. Und häufig liegt schon ein langer Leidensweg hinter den Patienten, bis sie ärztlichen Rat suchen. Eine Diagnose zu stellen bei Darmproblemen ist auch nicht ganz einfach. Auftreten könnt ihr in jedem Alter. Bei Kindern ist es häufig eine Allergie, die sich später auswächst, bei Erwachsenen in vielen Fällen eine Nahrungsmittelunverträglichkeit. Der Danko Batusic, stellvertretender leitender Arzt von Gastroenterologie, Hepatologie am Kantonsspital Graubünden in Chur, erklärt, wie er bei Darmproblemen seine Diagnosen erstellt. Die Diagnose eines Reizdarms ist im strengen Sinne eine Ausschlussdiagnose. Also wir sprechen dann von Reizdarm, wenn der Patient bestimmte Beschwerden hat, die sind genau definiert. Und diese Beschwerden, die beinhalten immer Bauchschmerzen seit längerer Zeit. Die Bauchschmerzen sollten entweder beim Stuhlgang sich verschlimmern oder vielleicht unmittelbar nach Stuhlgang besser werden. Oder aber die Bauchschmerzen sind vergesellschaftet mit einer Veränderung der Stuhlfrequenz. Das heißt also, ich muss jetzt nicht mehr einmal am Tag auf Toilette, sondern plötzlich dreimal. Ich sehe auch sehr häufig Blähungen als Hauptsymptom bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Dann Durchfall ist ein typisches Symptom, etwas seltener die Verstopfung. Das sind nur die vier Hauptsymptome. Seltener kann es zu Zungenbrennen kommen oder zu einer Schluckstörung kommen oder manche Patienten geben Kopfschmerzen an. Und sehr selten sogar so ein Flush-Syndrom. Flush bedeutet einfach, ich werde plötzlich nach Nahrungsaufnahme rot im Gesicht oder im Dekolleté. Ist eine Nahrungsmittelunverträglichkeit zwar unangenehm und führt zu einer Einschränkung der Lebensqualität, so kann eine Nahrungsmittelallergie viel schwerere Konsequenzen haben. Die Allergie ist eine immunvermittelte Reaktion. Das heißt also, der Körper bildet Antikörper gegen einen bestimmten Inhaltsstoff in diesem Lebensmittel. Und diese Antikörper zirkulieren die ganze Zeit im Blut. Das heißt, wenn der Betreffende jetzt das Nahrungsmittel gerade isst, worauf er allergisch reagiert, sei es jetzt Nüsse, dann reagiert der Körper sofort. Also zeitlich sofort, innerhalb von Sekunden, Minuten und auch örtlich sofort. Also meistens beschreiben die Leute ein Zungenbrennen oder die Lippen schwellen an, die Schleimhäute im Nasenrachenraum schwellen an. Auch entfernte Organe reagieren mit, also die Bronchien, man bekommt einen Asthmaanfall, die ganze Haut wird rot. Das wäre die schwere Allergie. Die kann auch lebensbedrohlich sein. Aber es gibt auch sehr milde Verläufe und es gibt sogar Allergien vom Spättyp, von der Spätreaktion. Die treten erst nach 24 Stunden auf. Und dann wird es natürlich schwierig zu unterscheiden. Wird tatsächlich eine Nahrungsmittelintoleranz oder eine Zöliakie festgestellt, also eine Glutenunverträglichkeit, dann hilft häufig eine Umstellung von der Ernährung. Hilfe kommt man dabei von Ernährungstherapeuten wie Nicolin von Zuhn, einem leitenden Ernährungstherapeut vom Kantonsspital Graubünden, über. Wenn man diagnostizierte Zöliakie hat, ist es sehr wichtig, dass man seine Ernährung umstellt und sich glutenfrei ernährt. Wenn man jetzt aber keine diagnostizierte Zöliakie hat und sich glutenfrei ernährt, dann macht das wenig Sinn, weil einerseits so eine Ernährungsumstellung ist sehr aufwendig und auch die Spezialprodukte sind teurer als Normalprodukte und deswegen macht so eine Veränderung dann keinen Sinn. Es gibt so Atemtestverfahren, wo wir die Testsubstanz geben, zum Beispiel Laktose oder Fructose, die wir halt vermuten. Und der Patient trinkt das mit einem Glas Wasser und dann nehmen wir zu bestimmten Zeitpunkten, so innerhalb von 2 Stunden, messen wir die Ausatemluft. Und wir können die Inhaltsstoffe messen, die der Körper verstoffwechselt hat. Und im Idealfall können wir also die Unverträglichkeit in der Atemluft messen. Und der Patient hat sogar während der Sitzung hier in der Sprechstunde Beschwerden, sei es jetzt Blähungen oder Bauchschmerzen. Dann ist es sehr eindeutig. Und wenn das so eindeutig ist, dann ist die ideale Behandlungsform einfach die Ernährungsberatung. Dann würde ich den Patienten also in die Ernährungssprechstunde schicken und erstmal eine
Beratung durchführen lassen. Also zu Beginn machen wir eine ausführliche Ernährungsanamnese. Wir wollen wissen, wie haben die Leute bis jetzt gegessen, wie ist ihr Essverhalten, was haben sie für Symptome und wann sind die Symptome auftreten. Und dann erklären wir den Patienten den Zusammenhang von ihrer Erkrankung und der Ernährung, wie sie ihre Beschwerden können reduzieren oder verhindern. Wir erklären, was es für Spezialprodukte gibt, was sie jetzt kaufen gibt und was man achten muss bei Fertigprodukten oder auch beim Auswärtsessen. Und so tun wir dann die Patienten eigentlich so anleiten, dass sie dann selber sich entsprechend ernähren können. Ja. Also ich glaube nicht, dass man die in dem klassischen chemischen Sinn heilen kann. Mir ist auch nicht bekannt, dass die pharmazeutische Industrie da besondere Forschung macht. Es ist sehr wohl ein verbreitetes Thema, also von daher wäre es ja schon interessant. Allerdings sind die Nahrungsmittelunverträglichkeiten, also auch die Glutenintoleranz, relativ harmlose Erkrankungen, harmlos im Sinne von der Prognose, sind nicht bösartig. Und dementsprechend ist dann die Hürde zur Zulassung eines Medikaments umso höher. Was aber sehr wohl passieren wird, ist, dass die Lebensmittelindustrie sich anpassen wird und Lebensmittel wahrscheinlich so manipulieren wird, dass bestimmte Inhaltsstoffe reduziert sind oder ganz fehlen, zum Beispiel Gluten oder Laktose. Eine gesunde Ernährung hilft also nicht nur gegen Darmprobleme, sondern ist allgemein für das körperliche Wohlbefinden wichtig. Was umfasst aber eine gesunde Ernährung? Der Nicolin von Zuhn. Die Ernährung sollte abwechslungsreich sein, farbenfroh sein, frisch, möglichst wenig verarbeitete Produkte enthalten. Und man sollte das Essen geniessen und sich Zeit nehmen dafür. Wer sich ausführlicher über Bauch- und Verdauungsbeschwerden informieren will, der hat am 7. März in Chur Gelegenheit. Der Danko Batusic wird um 19:30 im Hörsaal vom Kantonsspital Graubünden zum Thema chronische Bauchbeschwerden «Ist es wirklich nur Reizdarm?» einen öffentlichen Vortrag halten.